Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, die Nacht war recht frisch, muss ich sagen. Es hat draußen noch kräftig gefroren, wie ihr an der Scheibe sehen könnt. Hier drinnen ist es relativ okay. Ich muss jetzt gleich mal das Thermometer hinstellen. Aber ich nehme mal an, so ja, 7, 8 Grad werden wir wohl haben. Es ist 6 Uhr, jetzt gleich. Ich werde mal so mit meiner Morgenroutine loslegen. Also, bis gleich. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, 6,4 Grad um 6.13 Uhr. Ist schon recht frisch, hätte ich gar nicht gedacht. Aber es geht auch ohne Heizung, wie ihr seht. Ja, jetzt wird gerade nochmal quer gelüftet. Ich habe schon so weit aufgeräumt, dass ich dann nach dem Mittagessen hier den Platz verlassen kann. So sieht's, halbwegs aufgeräumt aus. Hier, das sieht jetzt recht schmal aus, die linke Seite. Ich habe da mittlerweile eine Rückenlehne und kann dann abends, wenn ich allein unterwegs bin, die Matratze hier rüberziehen und habe dann den, einen Meter Breite als Bett. Das ist ganz angenehm. Wie, das zeige ich euch noch ein anderes Mal. Da kommen so Platten zwischen und so weiter. Ja. Das Wetter wird heute sehr schön. Jetzt 7.30 Uhr. Die Sonne strahlt schon herrlich. Was kann es Besseres geben? So, jetzt geht's los. Es ist 8 Uhr gleich. Es ist noch recht ruhig hier im Industriegebiet. Na gut, ist Samstag. Werden die meisten auch nicht los müssen, denke ich mir. Heute fahre ich erstmal Richtung Hafen und Brücke und dann schauen wir mal weiter, was sich so ergibt. Solche Brücken haben doch immer irgendwas Beeindruckendes von ihrer Bauart. Wenn man sich überlegt, diese paar Pinne, die da hochstehen, was die an Lasten jeden Tag aushalten müssen, schon beeindruckend. Das wirkt doch auch so ein bisschen unwirklich, oder? Das Häuschen, was nicht klein ist, aber unter der Brücke wiederum sehr klein wirkt. Ja, ich fahre jetzt unterhalb dieser Rügenbrücke. Auf der alten Rügenbrücke. Ach, und da steht schon das Schild: Willkommen auf der Insel Rügen. Oh, da rechts kommt gerade ein Frachter rein. Ich weiß, ich schwenk wieder wie wild hier, aber sieht halt gerade interessant aus. Ich zoome mal wieder ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Wie der da mal eben so an den Hafenrand schwenkt. Mit seinen paar Tonnen. Aber da jetzt die ganze Zeit drauf halten, ist ja auch Quatsch. Ja, aber wisst ihr was? Dann machen wir mal ganz kurz einen Abstecher nach Rügen. Da steht's nochmal. Willkommen auf der Insel Rügen. Da unten versuche ich gleich mal einen Weg zu finden, ob man sich da nicht schön hinstellen könnte als Stellplatz. Ich meine, da mit der Brücke ist nicht unbedingt leise vielleicht, aber von der Aussicht her ein Träumchen hier. Zu der Seite werdet ihr wahrscheinlich noch nicht ganz viel erkennen, weil es so hell ist. Aber es täuscht, es ist noch definitiv frisch. Aber man spürt schon die Sonne auf der Haut. Und die Aussicht unbezahlbar. Das wird hier hinten ja immer besser. Ich kann es nicht oft genug sagen. Fahrt kreuz und quer. Natürlich auch mal mit dem Stadtplan von der Touri-Info. Aber sowas hier zum Beispiel steht nicht auf dem Plan. Und es ist durchaus sehenswürdig. Aber
auch hier Winterpause. Das ist eigentlich schade. Ich dachte jetzt Ende März, Anfang April würden die aufmachen. Aber leider noch nicht. Oh, Fischverkauf. Ja, mal schauen. Bin jetzt hier dieses Wäldchen durchgefahren, wo auch nichts abgesperrt ist und keine Schilder stehen, verboten dies, verboten das. Bin jetzt hier an diesem Platz angekommen, der prädestiniert ist zum Parken von Monty. Und dann mal hier runter zu schauen. Hier steht ein Hausboot. Auch eine klasse Aktion. Ist ja im Grunde Tiny House auf dem Wasser. Und das Thema finde ich eh sehr interessant. So rund ums Tiny House. Was eine herrliche Ruhe hier. Ihr werdet die Vögel und so wahrscheinlich nicht hören mit diesem Mikropuscheln. Aber herrlich. Schaut euch mal diese Skulpturen hier an. Und mit welchen feinen Konturen teilweise. Echt klasse wieder. Die Hand schon leicht verwittert. Aber echt sehr schön. Hier vom Industriehafen hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Hier besteht die Möglichkeit, ja, wie in allen Hafenstädten, auch solche Fährverkehrsschiffe zu nutzen. Und bei dem Wetter heute könnte das sogar ganz schön sein. Mittlerweile ist es angenehm von der Temperatur. Hier in diesem Strelsund ist gerade alles voller Angelboote. Und da hinten ist auch ein riesen Auflauf an Anglern. Mal schauen, was das ist. Oder, ja, was das ist, ist schon klar. Hier ist jetzt das erste Mal so richtig intensiv dieser Duft nach Meer. Herrlich. Also die Fischbestände müssen hier definitiv gut sein. Die sind hier alle auf Hering am Angeln und am Ende dieses Steges, die hatten auch reichlich, wollten sich aber nicht gerne da fotografieren oder filmen lassen. Deswegen gibt es nur so eine kurze Aufnahme mal. Ich werde jetzt weiterfahren, dort in Richtung, ja, ein Windrad ist das, glaube ich. Da ist so eine Seezunge und schau mal, was da noch so kommt. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Spektakel hier. Und, was dazugehört, mindestens 3 Flaschen Bier für jeden, auch wenn es erst 9 Uhr oder 10 Uhr morgens ist. Ich bin jetzt so ein bisschen weg von der Altstadt Stralsund. Ich sag mal von dem touristischen Ziel. Und dann ist auch nichts mehr mit frisch geteerten Wegen oder ähnlichem, was dem Ganzen aber nichts abtut, dass es trotzdem sehr schön ist hier. Aber dieser Weg hier erinnert doch eher an einen Grenzweg zum Patrouillieren. Ja, der Weg endete jetzt da unten an so einem Yachtclub oder Bootsclub. Jetzt bin ich nochmal zurück und fahre oberhalb der Küste, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ist das klasse.
Richtung Paro, habe ich gerade ein Schild gesehen. Und zwar ist das hier der Ostseeküstenradweg. War mir bis gerade auch nicht bewusst. Und in Paro ist dort hinten diese Landzunge, die ich mir auf jeden Fall anschauen wollte. Also nicht nur Stralsund, sondern auch Paro. Ja, hier ist der Wassersportverein Paro. Und das scheint auch ein ganz nettes Fleckchen zu sein hier. Wenn man mal so in die anderen Richtungen schaut, Reetdachhäuser. Aber da fahre ich ja gleich wahrscheinlich noch lang. Ja, so wie es hier aussieht, war das kein Windrad, was ich da gesehen habe, sondern ein Funkturm. Und das scheint alles Kasernengelände zu sein. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob man da überhaupt noch hinkommt, weil hier ist alles abgesperrt. Wenn nicht, mache ich hier kehrt. Wie ihr hier schön sehen könnt, stehe ich jetzt mitten im Nirgendwo. Da geht es nur noch zu der Kaserne. Und ich habe keine Möglichkeit, da direkt hinzukommen, wo ich hin wollte, so wie sich mir das hier erschließt. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Rückweg begeben Richtung Stralsund. Ein bisschen Salat holen, ein bisschen Mozzarella holen und erstmal Mittag machen. Das heißt aber auch für euch, dass dieses Video jetzt hier endet. Und ja, den Rest des Tages werde ich so verbringen, ohne zu filmen. Also macht's gut, euer Markus.